Ja, willkommen zurück in der Höhle des Teufels bei der Destiny Beta und hier haben wir aufgehört, hier machen wir weiter. Von dem Primus-Gegner. Vielleicht ist er ja sogar einfacher wie der Dicke. Ah, die Granate hält sogar auf ihn, das ist natürlich gut. Boah, wo ist er hin? So, Waffenwechsel. Weil ja die Gegner hier kommen. Oder erscheinen. Wollen wir hier nicht sexistisch werden? Uah, stirb! Sollen wir aufpassen, was wir tun. Ich schon wieder ganz schön mitgenommen. Oh, der wird immer größer, oder? Oh, wieder beleben. Machst du das da hinten? Dankeschön! Bleibst du wohl hier? Ich hoffe, die haben Munition, weil das wären sie anscheinend nicht. So. Aber du willst Munition verlassen. Ja, sehr schön. Okay, dafür haben wir keine Munition. Dann sollten wir nachladen. Oh, 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 das tut weh. Oh. Hallo, warum kommst du mir so nah? Es reicht doch, wenn du weit weg bist. Ja, wo ist er jetzt? Da spawnt er jetzt. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen schneller erledigt. Den kann man ein bisschen leichter besiegen. Aber es sieht so aus, förmlich. Sieht aufs Auge und es... Er nimmt mehr Schaden. So wie der Dicke, der hat ja, man sollte auf die Füße schießen. Boah, aua. Was war das? Okay, hier ist wieder Gegner. Der ist wieder ein bisschen Munition, der Ring auch. Oh. Oh, wir sollten aufpassen. Oh. Wir haben nicht mehr so viel Lebensenergie. Gefährlich, gefährlich. Hinter uns ist auch jemand, oder? Nee, doch nicht. Ey, wo kam das denn her? Naja, dann wollen wir ihn mal die Granate anzwecken. Wir haben keine Munition mit anderen Waffen. Ja, mit super bereit warte ich noch, bis er ein bisschen näher ist, bis ich ihn voll treffe. Aber sonst bringt es mir ja nichts. Wenn ich daneben haue. Oh, 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 oh. Ich dachte, meine Kollegen. Ah! Ich dachte, meine Kollegen sind da, die mir ein bisschen Rückendeckung geben, aber anscheinend sind die, glaube ich, schon wieder tot. Oder zumindest einer davon. Da steht einer. Den habe ich gar nicht gesehen. So, wo ist der Dicke? Da. Oder das Auge. Nein! So ein Fail kann doch nur mir passieren. Ich schieße auch noch daneben. Aber warte ab, das kommt nochmal. Wenn ich überhaupt noch meine Superkraft nochmal in der Runde auffüllen darf. Ja, 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 ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Wo ist er? Hallo? Da. Ja,
Ja, mit zwei spielt sich besser als wie alleine. Und auch zu dritt. Jungs, immer schön aufs Auge zielen. Dann packen wir es auch. So. Ja, ist okay. Dann tut es ihm mehr weh. Immer schön auf die Iris. Iris ist doch das Innere des Auges, oder? Oder vertue ich mich jetzt gerade da? Au. Ich glaube, das kommt mit der Gegner. Ja. Die wieder ein bisschen Munition mit sich bringen für uns. Das ist sehr schön. Aber wir haben nämlich kaum noch was. Oh, wir sollten nicht... Oh, au. Oh ja, die bringen genug Munition mit sich. Sehr schön, auch für die anderen Waffen. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. So, wo ist denn das Auge? Auge von Tata. Das Licht von Tata. Über Man in Black. Yeah! Awesome! Dü-dü-dü-düm. Tja, da haben sie genau das richtige Team geschickt. Darf man das einsammeln? Sepix Primus warf einen großen Schatten auf unsere Stadt. Jetzt mit seiner Zerstörung werden die gefallenen Teufel schwächer. Doch wir müssen wachsam bleiben. Die Gefallenen sind schlau und sie werden überleben. Das tun sie immer. So, da drüben liegt noch Munition, die werde ich noch aufnehmen. Oder auch nicht. Ja, Mission beendet, würde ich sagen. Sehr schön. Das ging ja flott. Hui. Mein Gott. Wahnsinn. Vortex-Bescherung haben wir freigeschaltet, wenn ich das richtig gelesen habe. Und jede Menge Prämien. Eine Waffe und einen neuen Helm haben wir bekommen. 45, ein Scharfschützengewehr, das brauche ich aber nicht. Also ich bin nicht so der Scharfschütze. Und neuen Helm. Vielleicht ist der Helm ja vielleicht sogar besser wie der alte, den wir jetzt haben. Vielleicht gibt er uns ein bisschen mehr Schutz. So, Ziel festlegen. Ab zum Turm. Mein Gott, das ist lange gedauert. Das waren jetzt, ich glaube, zwei Folgen, wo wir jetzt gebraucht haben. Es hat sich doch ein bisschen hingezogen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich meine, ich kannte das schon von der Alpha, also von einem Let's Play. Die zwei Kämpfe. Und da wurde auch schon gesagt, dass es halt sich sehr hinzieht. Aber das so extrem ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also bin ich jetzt nicht von ausgegangen, dass es doch so sich in die Länge zieht. Naja gut, haben wir es geschafft. Und somit ab zum Turm, uns aufrüsten, verbessern. Und schauen uns mal an, ob wir vielleicht, ja, unsere Energie oder beziehungsweise, dass wir nicht so schnell sterben, aufbessern können. Das wäre natürlich super. Und es ist immer noch eine Bullenhitze hier. Und, ja, da müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier, hier jetzt weitermachen. Und uns, wie gesagt, ich werde mal eben jetzt draufschauen jetzt hier, So, Vortex-Bescherung. Erhöht die Reichweite von Achsenblitzsuchern sowie die Dauer des Vortex-Effekts von Nova-Bomben und Vortex-Granaten. Ja, das machen wir natürlich. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben einen 22er Handschuh an. Da ist ein 25er, den rüsten wir natürlich aus. 34er Anzug. Da haben wir aber nichts Besseres. 19er Schuhe. Da haben wir auch nichts Besseres. Und da können wir zwei Waffen dekodieren. Das machen wir doch glatt. Interessant. Oh, sehr interessant.
Interessant. Glimmerwährung. Die Währung der Stadt. Eine programmierbare Materie, die von dem Untergang als Energiequelle genutzt wurde. Mit Glimmer handeln alle Charaktere. Ah, okay, also wissen wir, Glimmer ist also die Währung. Und jetzt können wir hier kodieren. Da haben wir den Helm, den ich gesucht hatte. Und die zwei Waffen, die wir uns jetzt direkt mal anschauen werden. So, der Helm. 26 haben wir auf. Da haben wir einen 38er Helm. Den nehmen wir doch. Und die Waffen. So, wo haben wir denn jetzt? 51er Scout-Gewehr. Das werden wir mal... 45... Ich glaube, das werden wir mal ausprobieren. Schlagkraft, Stabilität... Das werden wir mal ausrüsten. Das Scout-Gewehr. Was haben wir hier Schönes? Schrotflinte, 51er Angriff. Nachladen. Dauert sehr, sehr lange. Reichweite, Stabilität, Schlagkraft. Ich glaube, ich werde das mal ausprobieren. Verkehrt sein kann es ja nicht. So. Was haben wir hier? Tresor öffnen? Tresor, was können wir hier machen? Ach so, da können wir wahrscheinlich die Waffen ablegen und die Helme und sowas, die wir nicht brauchen. Lagern. Lagern, lagern, genau, lagern, lagern. So. Lagern, 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 lagern. Lagern. Da können wir alles lagern, was wir nicht benötigen. Jetzt machen wir das mal. Dann haben wir nämlich hier ein bisschen mehr Platz in unserem Inventar. Scharfschützen mehr brauche ich nicht. Ja, die zwei möchte ich doch nochmal behalten. Die machen wir weg, die machen wir auch weg. Die zwei möchte ich auch behalten. Dann habe ich wenigstens nochmal so ein bisschen eine Alternative zum Wechseln. Aber das ist schön, dass wir hier jetzt so ein Lager haben. Finde ich gut. Haben wir das auch mal gesehen. Bezüge verfügbar. Xander 99 bis 40 hat Arbeit für Hüter, die in der Wildnis oder im Schmelztiegel unterwegs sind. Okay. Verfügbare Bezüge. Verdiene 50 Essenz mit Schmelztiegel. Kämpft als Einheit und beschützt. Achso, okay, das ist auch PvP-Modus. Ja. Das ist anscheinend, so wie es aussieht, auch der PvP-Modus. So. Schauen wir mal nach, ob wir noch ein paar Nachrichten haben. Nein. Zurzeit. Sie haben Post. Zurzeit keine Nachrichten. Ja, und somit können wir auch direkt wieder zum Orbit. Ja. Zack. So, dann wollen wir mal ein Ziel festlegen. Kommen wir denn jetzt auf den Mond drauf? Destiny erscheint bald Aktivität nicht verfügbar. Der Vollversion von... okay, also kommen wir zum Mond erst in der Vollversion. Ist denn auf der Erde? Erkunde das Kosmodrom, Altrussland. Da haben wir doch, glaube ich, angefangen, wenn das richtig... Wiederherstellung. Wir können uns ja gerne mal auf die Suche nach den Goldtruhen machen, weil wir sehen ja, wir haben eine von 5 Goldtruhen. Kriegen wir denn angezeigt, wo wir die herhaben? Anscheinend nicht wirklich. Gehen wir nochmal hier in die Kluft. Normal. Ändern. Level 5, normal. Modifikation. Ah, da kann man das dann ändern, okay. Dass es ein bisschen schwieriger wird. Ist natürlich auch schön. Tja. Und somit haben wir, so wie es ausschaut, ja, die komplette
Nur noch so wenig übrig hier draußen. Die Gefallenen plündern alles leer. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben. Ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen. Aber wenn wir die Erde verlassen wollen, braucht es einen Warp. Steht die Chance, dass wir noch einen finden. Wir haben die Gefallenen schon einmal überlebt. Das schaffen wir wieder. So wie es ausschaut, haben wir die verfügbare Story in der Beta ja so gut wie durchgespielt. Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. So, erkunde die Abschussstelle, das ist ja unsere Mission. Und wir haben ein neues Gewehr, das haben wir ausgerüstet. Dann haben wir noch die Schrotflinte, die auch übrigens diese, ja, pinke oder lila, eine Kraft, nenne ich mal, benötigt. Und dann haben wir natürlich noch unser MG. So, kommen wir darüber eigentlich? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Oder sterben wir da? Geronimo! Nein, da ist eine unsichtbare Wand und wir sterben. Okay. Haben wir das auch mal gesehen? Ich würde mich gerne mal so ein bisschen jetzt hier umsehen. Vielleicht finden wir ja ein paar interessante Items oder Sachen. Bevor wir da jetzt großartig... Weil da hinten weiß ich, da hinten gab es Drehmetall. Beim letzten Mal. Da steht ein Gegner. Ach, das hat nur Einzelschuss. Oh, ich glaube, da werde ich doch mal wieder auf meine Dings wechseln. Auf das Automatikgewehr. Ja. Ist zwar schlechter, obwohl, so schlecht war das jetzt gar nicht. Probieren wir das nochmal aus. Achso, das ist ein ganz anderes. Huch. Huch. Okay. Aber die Flinte mit der Dings, würde ich sagen, wechseln wir doch nochmal um. Auf die, genau, weil die gefiel mir sehr, sehr gut. Der Zerstäuber, den möchte ich nicht. Hier war letztens Drehmetall am Liegen, also spawnt das wahrscheinlich zufällig. Ein cooles Visier übrigens. Ja, vielleicht finden wir hier ein paar Sachen. Wir müssen ja da hinten hin. Schauen wir uns doch mal um, ob wir hier ein paar Items finden, die wir gebrauchen können. Ob sich Bungie da die Mühe gemacht hat, dass man halt suchen sollte. Ganz schön dunkel hier. Waren wir hier nicht schon mal? Okay. Was haben wir da? Speedy Gonzales. Wenn ich das richtig gelesen habe, oder? So. Ja, hier kommen wir ja in den Raum rein, wo die Gegner spawnen. Hm, sehr schön. Ja, da hinten sind schon welche. Aua, das macht gewaltig Aua, das Gewehr. Das macht gewaltig Aua. Ja, definitiv besser wie das alte. Man merkt's. So. Da liegt Munition. Ah, ne. Ein kundiertes Engramm. Wir bräuchten noch ein bisschen Munition für unsere Zerstäuber, dass wir mal... Für unsere Zerstäuberflinte. Das wäre mal von Vorteil. So, und jetzt im Prinzip ist es jetzt quasi nur noch, also der Beta nur noch entweder PvP oder halt jedes Mal die Level nochmal neu machen und dann halt aufzuleveln. Ich weiß auch gar nicht, wie lang die Beta geht, also wie viel Level man da bestreiten darf. Aber ist schon schön in Szene gesetzt. Ist es dynamisch, das Licht, oder? Nein. Okay. So. Oh, Event beginnt. Ja, dann wollen wir mal dahin. Da haben wir ein Event, was wir bald, wo wir beitreten können. Oh, und da sind schon die Leute mittendrin. Dann mal los. Ich gebe dir Rückendeckung. Jawohl. Natürlich mal mithelfen den Kollegen, die jetzt schon mitten im... Es bleibt keine Zeit. Ja, ich weiß, dass es keine Zeit bleibt. Jetzt hör auf, hier zu drängeln.
Oh, das ist ein schwieriger Gegner. Der hat schon ein bisschen mehr Schutzschild. Sollen uns ein wenig zurückziehen? Ah, das ist zwar gut und schön, das Schweben, aber man kann nicht so richtig steuern. Aber wieder ein Stieg sofort. Wir sind ja nicht in einer Mission, wo wir alles von vorne machen müssen. Sondern wir können sofort wieder weiter loslegen. Und wir müssen ihn zerstören. Wir müssen ihn zerstören. Bleibt uns nicht anders übrig. Wir werden wieder sterben. Ja, wir werden wieder sterben. Ich glaube nicht, dass wir in 10 Sekunden das schaffen werden. Fast sind wir alle erwischt. Aber nur fast. Aber nur fast hätten wir alle erwischt. Aber nur fast hätten wir alle erwischt. So, ja, dann haben wir das auch mal gesehen, so ein Event, was plötzlich spawnt. Uns fehlt immer noch die... Ah ne, die Munition haben wir aufgesammelt, aber unser MG ist jetzt leer. Ich weiß, dass wir da hinten hin müssen. Trotzdem mal umschauen. Ja, aber so kann man auch mal so durch die Welt spazieren und sich ein bisschen die Gegend ansehen. Vielleicht liegt da hinten noch was drin. Tumdidum. Huch, ich gucke gar nicht so großartig auf meine Zeit. Ich spiele einfach. 20 Minuten. Wie hat der liebe Kollege Gronk noch gesagt? 20 Minuten sind Standard, alles andere ist Luxus. Ja, da gebe ich ihm vollkommen recht. Ja, also dürft euch natürlich freuen, wenn die Folgen länger sind. Und ich habe ja versprochen, dass die Folgen immer länger sein werden. Da ich euch ja einen angenehmen Abend bescheren möchte damit. Oder beziehungsweise, dass ihr... Dass ihr damit sehr viel Spaß haben werdet, mir zuzusehen. Da ist Munition. Die nehmen wir mit. Für unser MG auch. So, was haben wir hier? Da ist nichts. Ach, das ist ein Zug oder ein Waggon. Okay. Kommen wir denn da oben rein irgendwie? Ah, da kommen wir wahrscheinlich hoch. Schauen wir mal, dass wir vielleicht mal da lang gehen. Vielleicht von dem Dach aus. Das könnte klappen. Ja, sehr schön. Da oben liegt auch was. Na, kommen wir so schon dahin? Nein, noch nicht. Ja. Ja, was war das? Warum bin ich da runtergefallen? Nein, da kommen wir so nicht drauf, okay. Ich dachte, vielleicht könnte man da rauf. Ja, jetzt sterben die Augen auch schneller bei uns, bei unserer normalen Sturm, bei unserem normalen Sturmgewehr. Das ist natürlich sehr schön. Was liegt denn hier oben eigentlich? Totengeist wiederbeleben. Ah, okay. Wir haben schon wieder einen Totengeist gefunden, also liegen die tatsächlich überall rum. Da ist ein alter russischer Panzer. Der hat ausgedient, so wie es ausschaut. So, was haben wir hier? Eine Höhle. Eine Höhle. Ja. So. In der Höhle haben wir Ventilatoren. Waren wir nicht schon mal hier? Weiß ich gar nicht. Dürfen wir überhaupt hier lang gehen? Ich weiß es gar nicht. Durchbruch? Ja, wir dürfen hier durch. Huch, hoppala. Da ist ganz schön viel los.
So, während wir uns jetzt hier schön den Ventilator betrachten und was da hinten passiert, genau da in der Höhle, seht ihr in der nächsten Folge Destiny Beta Ultimate, bla bla bla, nein, keine Ahnung. Also Destiny Beta, in der nächsten Folge sehen wir, wie es da in der Höhle weitergeht. Ich hoffe, ich komme bis dahin nochmal dahin und merke mir, welcher Ort das jetzt hier ist. Und ja, dann würde ich sagen, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder super bereit seid. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.